Nicht jeder kann verstehen, warum wir mit unserem Everyday Carry manchmal so verrückt sind, also die kleinen Alltagshelfer, mit denen wir unseren Tag bewältigen. Ich werde heute versuchen, das jemanden, der damit überhaupt nichts am Hut hat, ein bisschen näher zu bringen. Wir sprechen über verschiedene Metalle und Leder, über deren Verarbeitung, über Individualität, hervorragende Handwerkskunst und über ein kleines bisschen Leidenschaft. Und welche Firma wäre da besser geeignet für als Daily Customs, vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit DP Steel & Leather? Los geht's! Da habe ich mir ganz schön was vorgenommen. Okay, direkt vorneweg. Ja, selbstverständlich braucht man einen kleinen Schuss dafür. Jeder von uns hat irgendwo so seinen kleinen Spritzer und es macht jeden von uns auch liebenswert, gar keine Frage. Bei mir ist es halt sowas, wie bei vielen anderen auch. Wenn du dir dieses Video anschaust, ist es vielleicht auch für dich ein Thema. Jemand anders kann vielleicht mit EDC nichts anfangen. Und wenn du zu denen gehörst und jetzt sagst, okay, das, was der jetzt zeigt, sehe ich überhaupt nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben, ist es absolut in Ordnung und legitim. Vielleicht gibst du Geld für was aus, was ich wiederum nicht verstehe. Aber das ist ja das Schöne in dieser Welt, jeder darf so individuell sein, wie er möchte, solange er dem anderen dabei nicht wehtut. Und jetzt zu den Taschenmessern. Grundsätzlich sind es ganz normale Schweizer Taschenmesser. Es gibt die Firma Daily Customs, von denen hatte ich euch auch in einem vorhergegangenen Video die Jungs hier schon mal vorgestellt. Das sind die Mikata-Schalen. Die machen Griffschalen für Schweizer Taschenmesser. Die machen natürlich auch noch viel mehr. Die machen noch Beads und die machen auch noch verschiedene andere Sachen. Da müsst ihr mal auf die Webseite gehen, auf Daily Customs. Da könnt ihr euch das anschauen. Aber grundsätzlich so das Hauptthema sind die Griffschalen für die Schweizer Taschenmesser. Weil ein Schweizer Taschenmesser ist und bleibt ein Klassiker. Also ich kann mich erinnern, mein erstes Schweizer Taschenmesser, als ich das bekommen habe, viele von euch da draußen haben sowas auch schon mal bekommen. Und wenn es jetzt nicht so wie bei mir ist, dass mir mein Vater das geschenkt hat, jeder hat irgendwo mal ein Schweizer Taschenmesser gehabt. Vielleicht nur als Werbegeschenk. Aber die sind bekannt, das sind gute Taschenmesser. Und das ist auch nichts, wo wenn du ein Schweizer Taschenmesser irgendwo in der Öffentlichkeit rausholst, dass die Leute sagen, oh, 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 das ist aber ein Schlitzer. Das wird dir nicht passieren. Jetzt ist es so, für uns Männer spielt hier auch nochmal die Verarbeitung eine Rolle. Sicherlich für Frauen auch, aber bei Männern ist es so, die Zeiten von Schmucktragen sind ja rum. Also so die großen Medaillen oder die Ringe, die man in den 80ern getragen hat, die kommen übrigens wieder. Ich müsste noch eine ganze Truhe voll haben mit Indianerschmuck und so Geschichten, aber jetzt machen wir erstmal langsam. Viel Schmuck haben wir nicht. Wir haben Uhren und vielleicht eine Kette und damit hat sich's. Das ist unsere Art von Schmuck, das ist Männerschmuck. Vielleicht kann man es so verstehen. Also wenn man versucht, dahinter zu steigen mit dem Gedanken, dann versuch's doch mal als Männerschmuck anzusehen. Das waren Mikata-Schalen, die ich gezeigt hatte das letzte Mal. Dieses Mal habe ich was anderes. Dieses Mal bin ich wirklich in die Vollen gegangen. Und zwar, ich habe als erstes mir Griffschalen aus Titan machen lassen. Und zwar sind das die hier. Die nennen sich Honeycomb 2D. Die haben dieses Wabenschema und die sind echt wunderschön, weil das ist jetzt nicht reines Titan, das ist nochmal ein bisschen bearbeitet worden. Also grundsätzlich, das Messer, das ich hier habe, ist ein Super Tinker, ist ein sehr bekanntes Messer, hat anstatt einen Korkenzieher einen Schraubendreher. Ich glaube, zum Tinker, zum Super Tinker braucht man nichts sagen, gehören so zu den bekanntesten. Jetzt ist es so, das hier ist die Version 91.2 Plus. Und das Plus steht hier dafür, dass man hier auch noch Öffnungen, Aussparungen hat für Stift, Zahnstocher und Pinzette. Die Sachen, die man bei einem Schweizer Taschenmesser normalerweise hat. Also dieses Plus steht dafür. Wenn ihr da mal auf die Webseite geht, dann könnt ihr das so erkennen. Was noch ganz wichtig ist, die hier sind verklebt mit einem Epoxyharz, weil die müssen ja auch richtig ordentlich drauf bleiben. Das muss man auch noch dazu sagen. Jetzt ist das Titan hier, wie ich eben sagte, ja, wie soll man es erklären? Es nimmt einen bronzeähnlichen Look an, das rostähnlich ist, nennt sich Rusty. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, ja, okay, wenn das bearbeitet ist, bleibt es oder reibt es ab oder wie sieht das aus? Kleiner Tipp von mir, wenn ihr irgendein Metall, Kupfer, Messing, irgendwas in der Richtung sauber bekommen wollt, dann solltet ihr
Meguiar's Ultimate Compound benutzen. Damit bekommt ihr alles wieder sauber. Ich benutze das hier auf eine meiner Lieblingsmünzen. Die hat jetzt ein bisschen Patina angesetzt und ich lasse es auch ein bisschen schneller vorlaufen, damit ihr das seht, damit ihr seht, wie sauber man das bekommt. Ich habe versucht, das hier auch wegzumachen mit dem Ultimate Compound, um zu gucken, wie fest das denn ist. Und du kriegst das nicht weg. Also ich habe da wirklich gerieben wie ein Geisteskranker. Ich habe es mehrfach probiert. Das bleibt dran. Das bedeutet für dich, wenn du dir jetzt sowas kaufst und gibst halt die 3, 4, 5 Euro mehr aus, damit du diesen Rusty-Look hast, diesen Endzeit-Look, dann ist es so, dass du das ruhig in deine Hosentasche tun kannst, dort auch transportieren kannst und nicht Angst haben brauchst, dass das, wofür du ein paar Euro mehr bezahlt hast, vielleicht durch Reibung dann weggeht. Also das bleibt definitiv. Es geht nicht weg. Es wird auf jeden Fall bleiben, egal wie oft du das in der Tasche hast. Ist eine tolle Sache, hat so einen richtig coolen Endzeit-Look. Es gibt noch andere Muster anstatt des Honeycomb, das hat mir jetzt am besten gefallen. Schaut euch da ruhig mal auf der Webseite um. Vergesst aber nicht, das ist halt wirklich eine Bearbeitung. Ja, das bedeutet, dass selbst wenn du jetzt ein Foto siehst, dann wird es anders vielleicht aussehen als meins. Genau wie wenn du zwei Stück kaufst, werden die nicht hundertprozentig gleich sein. Es sind halt diese Produkte, die so bearbeitet sind. Und das ist ja nicht so, dass eine Maschine immer exakt das Gleiche ausspuckt. Hier steckt wirklich Handwerkkunst drin. Verklebt sind sie mit dem Epoxyharz. Wie gesagt, ich habe das die Jungs dort direkt machen lassen. Die machen das auch. Ist eine tolle Arbeit. Also wenn die dir das direkt machen, dann kommt das. Ich bin halt da so ein bisschen ein Tollpatsch. Ja, das ist mir zu klein. Wenn du Modellbauer bist und sagst, für mich ist das viel zu groß, das mache ich mit links. Ja, dann bestell dir nur die Schalen und mach das auf das Messer drauf, das du möchtest. Ich habe die andere Option genutzt. Du kannst dir das von denen montieren lassen. Die sind da wirklich super. Also das ist absolut präzise und absolut genau. Du hast auf der Hinterseite, wie man sehen kann, drei Schrauben dran. Und zwar hast du hier die Möglichkeit, einen Clip dran zu machen. Du hast die Möglichkeit entweder, also ich glaube, so der bekannteste wäre ein Benchmade-Clip. Es gibt noch Amazon Knives oder Steel Flame Jewelry. Die passen alle, ja. Am schönsten meiner Meinung nach sind hier die Clips von Daily Customs aus, weil die sind halt wirklich auch speziell dafür gemacht. Schweizer Taschenmesser mit dem Clip. Ja, es gibt's. Man braucht halt diese Schalen drauf. Es ist nicht irgendeine Lösung, wo das Ding dann so rumdengelt oder irgendwas, sondern es ist wirklich ein Clip, der am Messer dran ist und ein schönes Deep Carry ermöglicht. Ist eine tolle Sache, finde ich genial, dass das hier gemacht wird. So viel zum Titan. Dann habe ich hier noch ein anderes. Ich habe hier noch eine Messing-Variante, nennt sich Fluted. Das ist jetzt die 91.3 Version. Und diese 91.3 Version, die hat ein Inlay für das Kreuz. Also das Kreuz ist rausgearbeitet und da ist so ein rundes Inlay und da kann man verschiedene Inlays reinmachen. Ich habe mich hier dann für Mokume entschieden. Mokume ist eine Art Damast aus Kupfer, Messing und Bronze. Erinnert sehr an diese Schokopralinen. Ich finde, es sieht einfach nur tierisch edel aus. Wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich hatte noch nie was aus Mokume. Natürlich Messing, da ist auch Messing drin. Das wird ganz schnell eine Patina machen. Ich habe das noch gereinigt vor dem Video. Es hat schon wieder ein bisschen angesetzt. Also Messing, das Messing Patina ansetzt, glaube ich, weiß jeder. Und es ist auch schön. Wenn du aber diese Patina nicht haben möchtest, kannst du mit diesem Ultimate Compound auch hier drüber gehen und kannst das ratzefatz wieder wegmachen. Genial hier bei den 91.3ern. Also es war so, ich habe mit den Jungs gesprochen, habe gesagt, hey, passt auf, das wäre schon cool. Ich will auch was, wo ich ein Inlay reinmachen kann, aber was, wenn mir das Mokume nicht gefällt? Und dann haben die gesagt, pass mal auf, die 91.3er, die sind so präzise, wir kleben das nicht, das wird jetzt nur gesteckt. Und dann habe ich gesagt, ey, hält das? Und dann haben die gesagt, ja, das hält auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt schon seit ein paar Wochen. Und ich habe das fast konstant in der Tasche. Also klar, ich wechsle natürlich mal, weil wenn du mehrere hast, dann gibt es eine gewisse Rotation. Aber ich habe das sehr oft in der Tasche und die hat sich überhaupt nichts gelöst oder gewackelt. Also das ist nicht geklebt, das ist nur gesteckt. Ist wirklich genial. Und wäre ich mir jetzt nicht sicher mit dem Mokume und hätte gesagt, okay, vielleicht will ich doch was anderes hier drin haben, dann hätte ich das jetzt ohne Probleme wieder wechseln können. Das wäre nicht verklebt. Aber ich finde es so genial, das wird definitiv bleiben.
Es ist wirklich toll. Das ist jetzt übrigens ein Compact, ist auch ein sehr bekanntes Messer. Das hat jetzt nur 2 Lagen. Das Super Tinker hat 3 Lagen. Das ist ein bisschen schmaler. Also die wiegen natürlich was. Das ist Messing, das hat ein gewisses Gewicht. Deswegen habe ich geguckt, dass ich hier ein schmaleres Messer bekomme, das trotzdem eine tolle Funktion hat. Tolle Funktionen eher gesagt, weil ein Schweizer Taschenmesser mit nur einer Funktion gibt es eigentlich nicht. Was man auf jeden Fall noch wissen muss, ist, dass es hier tatsächlich auch immer eine limitierte Anzahl gibt. Also du kannst entweder in der Verpackung ist eine Karte dabei, da steht drauf, das wievielte du da in der Hand hast, beziehungsweise wenn du den Korkenzieher bzw. den Schraubendreher hochhebst, kannst du darunter tatsächlich sehen, dass wie viel der aus der aktuellen Reihe das ist. Also du hast vielleicht Nummer 16 von 100 oder die Nummer 15 von 20. Und allein, dass das hier draufsteht nochmal, gibt dem Ganzen ein noch hochwertigeres Gefühl. Absolut genial gelöst von den Jungs, muss man auch dazu sagen. Was noch ganz wichtig ist, ja, ich mache an die Schweizer Taschenmesser Beads dran. Wenn ich ein Bead dran mache, dann mache ich meistens kein Lanyard, sondern Leder und mache einen sogenannten Schlangenknoten, einen Snake Knot. Da mache ich 3 Stück hinter dem Bead. Finde ich für mich am besten, sieht am besten aus. Ich habe jetzt nicht unbedingt die kleinsten Hände. Das funktioniert sehr gut. Wenn du einen Clip dran hast, beziehungsweise wenn du keinen Clip dafür haben möchtest, das gibt es ja auch, dass Leute sagen, nee, lass mal gut sein, Clip ist nichts für mich. Dann gibt es noch eine andere Lösung. Und zwar DP Steel & Leather. Der Daniel, der macht diese Clip Slips. Das ist im Endeffekt ein Ledertäschchen mit einem Clip dran, das man dann in die Hosentasche machen kann. Funktioniert super, ist absolut angenehm zu tragen. Boah, und was eine Verarbeitung. Also ich habe lange mit dem Daniel gesprochen und es ist tatsächlich so, dass jedes einzelne dieser Dinge, also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt hergeht und sagt, okay, ich bestelle jetzt mal 200 Stück von dem, ja, und dann habe ich die an Lager. Jedes einzelne dieser Clip-Slips oder egal, was der Daniel macht, ob das Geldbeutel sind, ob das Lederscheiten für feststehende Klingen sind, der macht ja viel. Also schaut euch auch mal da die Webseite an. Jedes einzelne Ding geht mehrfach durch seine Hand. Das wird alles in Handarbeit in Deutschland gemacht. Jedes einzelne Teil, selbst diese Clips, die er nicht schmiedet, sondern einkauft. Wenn die ankommen, werden die tatsächlich nochmal bearbeitet. Die werden, also die scharfen Kanten werden alle weggemacht. Jedes einzelne Teil geht mehrfach durch seine Hände. Jetzt habe ich mit dem Daniel schon öfter mal gesprochen und der Daniel ist auch noch ein Perfektionist. Das bedeutet, wenn hier eine Naht, ein Stich ihm nicht gefällt, dann geht das Ding nicht raus. Das ist der absolute Hammer. Also ihr könnt davon ausgehen, das ist absolute Präzision, was er hier macht. Und in der Zusammenarbeit mit Daily Customs haben sie sich das Dollaro-Leder bei ihm gesichert. Sprich, dieses Leder hier ist ein extrem hochwertiges Leder. Gibt es in Braun und in Schwarz. Das wird nochmal gewalzt, sodass es diese wirklich tolle Struktur bekommt. Und das bekommst du nur über den Daily Customs Shop. Es gibt natürlich noch andere Lösungen, natürlich über den Daniel, über seine Webseite bekommst du da auch nochmal andere Leder bis hin zu einem ganz, ganz seltenen Leder. Wirklich jede Möglichkeit ist da gegeben, also schaut euch da auf jeden Fall mal um. Ich hatte eben gesagt, dass man da nicht irgendwie als Retailer 200 Stück bestellt und dann kommen die aus der Maschine und fertig. Das dauert alles ein bisschen seine Zeit. Deswegen kann es natürlich sein, dass diese Sachen ab und zu mal vergriffen sind. Vor allem die Werkstatt zieht jetzt Ende des Jahres auch noch um. Bitte auch im Hinterkopf behalten, falls ihr Interesse für sowas habt. Ihr habt 3 Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit bei Daily Customs. Da bekommt ihr dieses Leder. Ihr bekommt das nirgendwo sonst. Beim Daniel bekommt ihr direkt nochmal DP Steel & Leather auf der Webseite, verschiedene Möglichkeiten. Und die dritte Möglichkeit ist die Altona Silberwerkstatt. Die Altona Silberwerkstatt hat auch ein Knife Lounge Exclusive beim Daniel. Und zwar ist das ein Pull-Up-Leder. Es gibt noch ein gräuliches, das habe ich jetzt leider nicht da. Ich kann nicht alles haben, okay. Pull-Up-Leder, das ist wirklich ein tolles Leder. Da ist sehr viel Öl bzw. sehr viele Fette und Öle im Leder. Und wenn man hier was reinsteckt, dann
kommt es in der Umrandung des Objektes, wo man da reinschiebt, tatsächlich nochmal so ein bisschen zu einer weißen Fläche. Das sind die Öle, die sich im Leder hin und her schieben. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ey. Also absolut genial. Und diese Version, dieses Pull-Up-Leder, bekommt ihr auch nur in der Altona Silberwerkstatt. Also ihr seht, es ist alles sehr schön gemacht und sehr schön verteilt. Ihr habt drei Möglichkeiten, hier dran zu kommen. Dadurch, dass das so eine extreme Handarbeit ist, ist es natürlich so, dass es das nicht immer und überall verfügbar geben wird. Aber durch die drei Optionen, die ich euch genannt habe, habt ihr hier die Möglichkeiten. Jetzt habe ich eben vom Beat gesprochen. Ich habe bei dem Messing, bei der Messing-Version jetzt natürlich ein bisschen improvisiert. Ja, das ist kein richtiger Beat. Ich wollte sehen, wie das Mokume ist, und ich werde mir jetzt auch noch den Mokume-Beat dazu besorgen, weil ich den einfach wunderschön finde. Das ist ganz toll. Ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Daily Customs benutzt da auch eine deutsche Firma, eine Balbachter Mast heißen die. Das ist wirklich eine alteingesessene Firma. Die hat viele, viele, viele Jahre Erfahrung in dem, was sie machen. Also alles wirklich nur vom Feinsten und alles absolut hochwertig. Den Beat brauche ich, um das aus dem Clip zu ziehen, ja, ab dem Clipslip. Es ist einfach angenehmer. Was auf jeden Fall ein Thema ist, hier kommt auf jeden Fall noch der Mokume Beat dazu, weil dann sieht das wirklich genial aus. Jetzt habe ich den ganzen Text gesprochen und habe mir nicht mal einen Whisky eingeschenkt. Und ich hatte mir hier tatsächlich einen Glendronach hergestellt. Das ist im Endeffekt Weihnachten im Glas. Wie wäre es denn? Wunderschönes Geräusch. Wollen wir vielleicht mal ein, zwei Weihnachtswhiskys machen, die so ein bisschen nach Weihnachtsmarkt schmecken? Der hier zum Beispiel ist im Sherry-Fass gereift, gelogen, ist in zwei Sherry-Fässern gereift. Pedro Ximénez und Oloroso, sprechen wir auch mal drüber. Ist aber ein anderes Thema für ein anderes Video. Weihnachten im Glas. Wir müssen wirklich ein Video machen über Weihnachtswhiskys. Kommt, mache ich. Ich hoffe, ich konnte das hier ein bisschen näher bringen, ein bisschen mehr erklären, warum wir manchmal so verrückt sind, warum die Materialien, deren Verarbeitung, die Präzision, die Liebe zum Detail, alles, was hier drin steckt, warum uns das so fasziniert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, und da bin ich jetzt überrascht, weil ihr seid schon über 700, vielen Dank. Freut euch, ich habe was Tolles vorbereitet. Und zwar habe ich in den letzten Wochen und fast Monaten mit verschiedenen Firmen gesprochen und so weiter und verschiedene Rabattcodes, verschiedene Möglichkeiten zum Geldsparen gesammelt. Und ich werde euch Mitte des Monats ein Video bringen mit Vorschlägen für Weihnachtsgeschenke. Das bedeutet, wenn ihr Angst habt, selbst gehäkelte Socken unterm Weihnachtsbaum zu haben, dann wartet, bis das Video da ist, setzt eure bessere Hälfte vor den Bildschirm und ich werde mich dann darum kümmern, dass da was Ordentliches unterm Weihnachtsbaum steckt. Lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Und den trinke ich jetzt leer. Wobei selbst gehäkelte Socken ja schon ein Liebesbeweis ist. Wer häkelt denn noch? Wer häkelt denn noch heutzutage? Niemand häkelt mehr.